begrüße euch zu meiner nächsten Buchvorstellung. Ein ganz besonderes Buch für mich, weil ich das zusammen mit meiner Frau Brigitte geschrieben habe. Und dadurch ist es viel lebendiger und viel praktischer geworden, als wenn ich es allein geschrieben hätte. Und das Buch heißt Das Elixier der Verwandlung vom Geheimnis des Leidens. Und das ist kein leichtes Thema, Leiden. Und doch ist es für uns alle von ganz großer Bedeutung, denn wir alle gehen durch viele Leiden. Paulus sagt auch, wir gehen durch viele Leiden in das Reich Gottes ein. Und die Frage ist, was hat es mit den Leiden auf sich? Und wir haben festgestellt, meine Frau und ich, dass in den vielen Jahren, die wir geistlichen Dienst getan haben, wie schwer sich die Christenheit mit dem Thema Leiden tut. Die einen tabuisieren es und schämen sich, die anderen verherrlichen das Leiden und einige verstecken es schamhaft und als dürften Christen keine Leiden haben und die anderen tragen die Leiden geradezu zur Markte und schlagen Gewinn daraus. Es ist verwirrend, nachdem meine Frau unter anderem 14 Jahre lang ihre demente Mutter bis zu deren Tod gepflegt hat und auch ich selber durch eine Reihe von Zerbrüchen gegangen bin, die mich schier umbringen wollten, denke ich, dass wir uns qualifiziert haben, zum Thema Leiden und zum Geheimnis des Leides etwas Aktuelles beizutragen. Das Buch orientiert sich am Psalm 18 und in diesem Psalm 18 redet David über seinen Abstieg und auch über seinen Aufstieg. Und vor dem Aufstieg haben wir festgestellt, kommt der Abstieg. Wofür? Warum? Wohin steigen wir ab? Und der Abstieg in die Dunkelheit, in das dunkle Tal der Leiden, das ist der Weg hinab zu den Wurzeln, auf denen unser Leben steht. Es geht um tiefgehende Prozesse von Reinigung, von Wahrwerdung, Befreiung von Fehlüberzeugungen, von alten Wunden, von Bitterkeit, von Illusionen, die unser Leben sabotieren und schwächen, sodass wir auf der anderen Seite gar nicht aufsteigen können. Und das ist der Zusammenhang. Ohne Abstieg kein Aufstieg, ohne Leiden keine Herrlichkeit. Wer hoch hinaus will, muss tief ausschachten, um ein tragfähiges Fundament zu legen. Fundamente sind genau wie Wurzeln gar nicht sichtbar, sie liegen unter der Oberfläche. Und Gott durchbricht die Oberflächen und er geht mit uns in die Tiefe, dahin, wo wir freiwillig vielleicht nicht hingehen würden. Er konfrontiert uns in einer ganzheitlichen Art und Weise mit unserer Gewordenheit, mit unserer Geschichte, mit unserer Wirklichkeit. Und wir haben festgestellt, die alten Mystiker nannten diesen Prozess des Abstiegs die lange Nacht der Seele oder die dunkle Nacht der Seele. Und wenn man da hineingeführt wird, ist es erschreckend, aber wenn man durch ist, möchte man es nicht missen, weil man reifer geworden ist, stärker, authentischer, weil man mehr zu einem selbst geworden ist, der man wirklich ist. Und man hat in der Tiefe das Elixier der Verwandlung gefunden. Und der Prozess dreht sich um und man steigt wieder auf. Und es ist wie ein Traum, wie eine Auferstehung. Man versteht auf einmal ganz genau den Begriff Gnade. Meine Frau und ich, wir haben das als unheimlich dringlich empfunden, über diesen Weg des Abstiegs und Aufstiegs zu schreiben. Weil, wenn man das nicht weiß und wenn man diesen Weg nicht versteht, kann man ganz verrückt werden und kann man in viele Sackgassen geraten, kann man denken, man ist verloren oder man ist vom Wege abgekommen. Man denkt vielleicht auch, die Leiden, durch die man geht, das ist alles nur Anfechtung und manches ist auch Anfechtung, aber manches ist auch einfach nötig, damit wir echt werden, damit wir erlöst werden, damit wir verwandelte Menschen werden. Und deswegen denken wir, vielen Menschen werden Kronleuchter aufgehen, wenn sie in ihren Leiden Verständnis finden und wenn sie ganz neu die Prozesse, durch die sie gehen, in einem Licht sehen, das sie bisher vielleicht nicht gehabt haben. Deswegen, wir empfehlen das Buch jedem, der durch das dunkle Tal geht, der einen Begleiter braucht, der ihn versteht. Der Text ist gespickt mit Zitaten, mit Geschichten und Zeugnissen von Menschen aus allen Zeiten, und die den Weg gegangen sind. Und es ist der Weg eines Mose, eines Elia, eines David. Es ist der Weg von Jesus selbst, der auch in die Wüste ging,
wo er versucht wurde und getestet wurde. Es ist der Weg, wo alles Aufgesetzte, Inszenierte, aufgedeckt und abgelegt wird und man ganz wahr wird. Es ist unser Weg. Und wir hoffen, dass wir Menschen werden, die dann so wie auch diese Menschen in der Bibel nach der Läuterung in einem Maß integer sind, dass Gott ihnen vieles anvertrauen kann. Ein Leserkommentar dazu schreibt: Brigitte und Frank Krause legen mit Das Elixier der Verwandlung ein einzigartiges, vielschichtiges Buch über ein sicherlich bislang vernachlässigtes Thema in der christlichen Sachbuchliteratur vor. Veränderung durch Leiden, durch die tiefen Täler unseres Lebens. Dabei ist es keine theoretische Abhandlung über Leid und Leiden, sondern das Autoren-Ehepaar möchte praktisch und bibelbasiert erklären, welchen Ursprung und Zweck Krisen in unserem Leben haben und wie Gott dauerhafte Veränderung in uns schafft. Das Elixier der Verwandlung ist ein Aufruf zur Mündigkeit, basierend auf dem 18. Psalm, der die Stationen von Davids Leben und seines ganz persönlichen Verwandlungsweges widerspiegelt. Nehmen Sie den Leser mit auf den Weg des Geliebten, der zunächst in den Abstieg führt und an Wendepunkte und schließlich aber auch in die Erhöhung mündet. Das Elixier, es hat mich sehr ermutigt, gerade weil es mich herausgefordert hat. In vielem habe ich mich wiedergefunden, in manchem auch meine Erfahrungen mit Gemeinden. Dabei hat mich besonders die hoffnungsvolle Perspektive begeistert, die die Autoren aufzeigen. Veränderung ist möglich und am Ende der Krise wartet Freude, eine neue Tiefe in unser Menschsein und unseren Beziehungen zu Gott und Menschen. Ich kann dieses Buch daher sehr empfehlen und ich hoffe, dass sich noch viele Leser dem Geheimnis des Leidens nachspüren. Es lohnt sich und vermag wohl auch so manchen inneren Knoten zu lösen. Gerade Menschen, die das Gefühl haben, in einer Krise oder in einem Tal festzustecken, kann ich es sehr ans Herz legen. Das tun wir auch, ein Thema, das uns alle angeht. Auf meiner Webseite findet ihr weitere Informationen, eine ausführliche Leseprobe und ihr könnt es dort auch bestellen. Vielen Dank fürs Zuhören.